8 Jugendliche aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Das ist Berlin und wir. Nagis kommt aus Afghanistan, Lilly aus Berlin. Auch Milad kommt aus Afghanistan. Sein Partner hier ist Elvis. Das sind Clara und Manar. Manar stammt aus dem nördlichen Irak. Claras Zuhause ist in Berlin. Humam musste aus Syrien flüchten. Sein Teampartner ist Leo. Ihr seid alle Berliner. Wir zu Hause, wir sitzen eigentlich immer so am Tisch. Und auf dem Boden zu sitzen, macht man eigentlich gar nicht in Deutschland. Afghanische Leute sitzen am Boden. Komm, wir machen zusammen. Wir ziehen dich zusammen hoch. Jetzt bei Berlin und wir. Wir werden mit der Sonne aufstehen. Und wir bauen uns eine bessere Welt. Ziehen wir die Sonne morgens aufgehen. Hat uns das Leben viel zu geben. Nagis lebt in einer Notunterkunft im ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof. Ich bin Nagis. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin etwas aufgeregt und ich bin glücklich, dass meine Partnerin sehen kann. Gleich ist es soweit. Lilly ist schon unterwegs. Ich bin Lilly, ich bin 13 Jahre alt und ich komme aus Berlin. Ich bin schon relativ aufgeregt und ich freue mich auch sehr, sie kennenzulernen. Und ja, ich bin in der Schule auch, ich rede schon die ganze Zeit von nichts anderem mehr. Also ich habe die letzten 5 Tage oder so einen Countdown gemacht. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende. Lilly trifft Nagis in einer der riesigen Hallen, in denen früher Flugzeuge gewartet wurden. Hier darf jetzt Sport gemacht werden. Hallo. Hallo. Ich bin Lilly. Ich bin Nagis. Hallo. Bist du schon lange hier in Berlin? Ich bin seit 8 Monaten in Berlin. 8 Monate? Du sprichst aber schon sehr gut Deutsch. Danke. Wo kommst du her? Ich komme aus Afghanistan. Ich habe schon öfters darüber nachgedacht, wie es so ist, in ein fremdes Land zu kommen und wo man niemanden versteht und niemanden kennt. Und ich habe da echt in den Vorstellungen schon ein bisschen Angst gehabt, weil du kennst dich dort gar nicht aus, du weißt nicht, wie die Leute da sind und wie du aufgenommen wirst. Das ist schon ziemlich krass. Musstest du Inline-Skate probieren? Ja, warum nicht? Ja, da ist. Man kann auch rückwärts so laufen. Rückwärts? Ja. Okay, ich probier's. Rückwärts, wenn dieser Fuß ist zum Tor, dann dieser Fuß kommt auf dieser Fuß. Okay. Und dieser Fuß. Ja. Ich war irgendwie total glücklich, weil sie ist ein total nettes Mädchen und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, mit ihr Zeit zu verbringen. Es wird sicherlich ganz viel Spaß machen. Das ist echt cool. Du kannst es voll gut. Ich habe in Afghanistan gar keinen Sport gemacht. Nur hier. In Afghanistan, die Mädchen dürfen nicht Sport treiben oder draußen alleine gehen. Und ich versuche, die Gleichheit zeigen. Und ich möchte in Berlin wir mitmachen, dass die Jungs und Mädchen gleich sind. Ich bin Elvis, ich bin 15 Jahre alt und ich komme aus Berlin. Elvis ist auf dem Weg zu seinem Teampartner. Ich bin schon aufgeregt, auf wen ich da treffen werde. Meine größte Angst ist, dass wir gar nicht klarkommen oder irgendwas. Oder total anders ticken und nicht miteinander reden können oder so. Und ich hoffe mir, dass wir auch ohne die Sendung Freunde sein können. Elvis wird bereits erwartet. Ich bin Milad. Ich bin 15 Jahre alt, ich komme aus in Afghanistan. Das ist das erste Mal, ich habe einen deutschen Freund. Ja, vom Treffen, ich habe ein bisschen Angst. Und
mein Herz klopft. Hey, Elvis. Hallo. Milat. Milat? Ja. Milat. Ja. Okay. Wie geht es dir? Ganz gut, dir? Auch gut. Cool. Ist das hier ein Flüchtlingsheim oder wie ist das genau? Das ist Flüchtlingsheim. 50 oder 60 Personen leben da. Ja. Und mit wem lebst du hier? Also mit meiner Familie. Milat und seine Familie sind in einer ehemaligen Schule untergebracht. Seit 1,5 Jahren leben sie in diesem früheren Klassenzimmer. Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut. Hallo. Hallo. Bitte schön. Ich bin Elvis. Das ist Milat. Milats Familie begrüßt Elvis auf ganz traditionelle Weise. Mit einem gemeinsamen Tee trinken. Bitte schön. Familie. Danke. Mh, mag lecker. Ja, wir zu Hause, wir sitzen eigentlich immer so am Tisch. Und auf dem Boden zu sitzen, macht man eigentlich gar nicht in Deutschland. Also, wenn man Picknick zeigt. Aber zu Hause sitzt man eigentlich gar nicht auf dem Boden. So. Afghanische Leute sitzen am Boden. Mhm. Esst ihr auch auf dem Boden und so? Ja. Bei uns macht man das nur, wenn wir picknicken oder so. Also in der Wohnung setzt man sich eigentlich so gar nicht auf den Boden. So. Ja, es war unerwartet. Milat schläft in einem anderen Zimmer, ohne die turbulenten kleinen Brüder. Hier ist mein Zimmer. Das ist mein Bett. Das ist mein Nachbar. So ein netter Mann. Und gefällt dir dein Zimmer? Oder? Ist das auch schön. Weil hier ist Ruhe, dann ich kann Hausaufgabe machen. Ich kann es mir nicht vorstellen, in so einem kleinen Zimmer mit einer anderen Person zu wohnen. Also. Mit meinen afghanischen Freunden. Ah ja. Wir singen. Rappst du oder singst du lieber? Ich singe. Du singst? Ja. Okay. Willst du mir was vorsingen, oder? Versuchen. So. در از جمونگی بگم که شده سمبول رشادت ایرانم براش شده مثل صندوق تجارت پس هنرمند وطن الان کجاست نیست اون تو زیر زمین میخونه چون که مجاز نیست ich hatte kein Angst oder schön so normal ich hab gesungen und worum geht's da im Text erzählt in Iran können nicht Rap singen wirklich ja also mir war klar dass man im Iran nicht so viele Freiheiten hat aber nochmal so total Sachen, wo man sich denkt, wieso ist das jetzt verboten zu rappen zum Beispiel? Das leuchtet mir einfach gar nicht ein. So. Mit Liedern Kritik zu üben, kann gefährlich sein. Nicht überall auf der Welt dürfen Künstler singen, was sie wollen. Ich bin Clara, ich bin fast 13 und komme aus Berlin. Ich mache bei Berlin und wir mit, weil ich spannend finde, wie ich auf Flüchtlinge reagiere, wie die Flüchtlinge auf mich reagieren. Und ich bin ziemlich aufgeregt, meine Teampartnerin zu treffen. Wenn ich das auf einer Skala sagen sollte, dann wahrscheinlich 9 oder 9,5, sowas in den Dreh. Auch hier gibt es gleich das erste Treffen. Ich bin Mana. Ich komme aus dem Irak und ich bin in Deutschland seit 1 Jahr und fast 6 Monaten. Hallo. Hallo. Ich bin Mana. Ich bin Clara. Wie alt bist du? Ich bin 12. Und ich bin 14 Jahre alt. Ah. Sie ist auch, also hübsche Mädchen und also sie ist auch cool. Also wo sind wir jetzt? Also wir sind hier beim Zirkus Zack. Also da mache ich Akrobatik, Zirkus mache ich immer donnerstags. Ich habe auch 2 Monate Zirkus gemacht, aber ich bin nicht so gut. Möchtest du? Ja. Bitte? Aber kannst du mir helfen? Ja klar. Ich fand es schön, dass wir uns da kennengelernt haben im Zirkus. Da treffe ich mich halt jeden Donnerstag mit meiner besten Freundin und das ist schon so ein Ort, der mit Freundschaft verbunden ist.
Kann ich dir helfen? Ja, gerne. Hier kommen wir und als wir auf dem Seil waren, da haben wir uns gegenseitig geholfen und uns festgehalten. Und ich glaube, das hat ziemlich Vertrauen aufgebaut. Ich kann nicht so gut Deutsch sprechen. Also nicht so wie Deutsche natürlich. Ja. Und gibt es die Frage, manchmal steht, was steht auf dem Buch, da verstehe ich nicht. Ja. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, wie es so ist für Flüchtlinge, die die Sprache nicht können und so, wie die in einer deutschen Schule zurechtkommen und wie das ist. Aber es muss wahrscheinlich ziemlich schwierig sein. Die Schule ist auch ein bisschen schwer. Aber besser als unsere Schule im Irak. Hier, die Schule ist warm. Im Irak ist nicht warm. Und die Lehrer und Lehrer können uns schlagen zum Beispiel. Aber hier, man darf nicht. Ich finde das so krass und sie ist wirklich stark. Mana ist einfach ein total netter Mensch und total cool und mega stark halt. Ich bin Leo, ich bin 15 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich bin gar nicht aufgeregt, ich bin eher gespannt, so wie er ist, wie er aussieht, was er mag, was er nicht mag. An der Spree trifft nun das letzte Paar aufeinander. Ich bin Huma, ich komme aus Syrien, ich bin 15 Jahre alt. Ja, wenn ich jemanden kennenlerne, dann bin ich schüchtern. Nicht sofort, hallo, wie geht's? Und immer lachend. Nein, das finde ich nicht so gut. Vielleicht mag er das nicht. Ja, man muss ein bisschen Respekt haben. Ob sie sich sofort erkennen? Hey, hey. Hey, bist du Oman? Ja. Ich bin Leo, ich bin dein Partner. Ja. Cool, ich kann zu lernen. Wie lange bist du jetzt in Berlin? Also. Fast 2 Jahre noch. Und mit wem wohnst du da jetzt? Und meine Tante und meinem Onkel wohnen zusammen in einem Heim. Mhm. Ja, in Syrien. Es war was anderes. Syrien, meine Familie da ist und jetzt bin ich allein. Ja, meine Eltern haben mich alleine nach Deutschland geschickt, weil die mich lieben. Die haben Angst auf mich. Ich vermisse meine Eltern, aber ich versuche es zu vergessen, sowas, nicht darauf zu denken, weil es schwer. Ich glaube, ohne meine Familie würde ich mich sehr unwohl fühlen. Ich glaube, ich würde das nicht so einfach hinkriegen. Wie findest du Berlin? Ja, Berlin ist gut. Die gefällt mir sehr. Ja. Ich mag die Graffitis teilweise. Es gibt einen Satz, der sagt, Berlin ist die Mutter von der ganzen Kunst. Leo zeigt Homam eigene Kunstwerke. Er sprayt gerne. Ist gut. Das macht echt Spaß. Ja, dass er mit dem Spray macht, das finde ich cool. Ja, wenn ein Mann sowas macht, dann ist er ein Künstler. Läuft. Auch Homam zeichnet gerne. Oh, voll cool. Ich war total überrascht. Er ist richtig cool, richtig freundlich. Er kommt mir vor wie ein ganz normaler Berliner. So. Einfach ein toller Typ und ich freue mich, ihn kennengelernt zu haben. Bei Berlin und wir verbringen die Jugendlichen auch viel Zeit als Gruppe. Am Velodrom treffen die ersten Paare aufeinander. Hallo. Hallo. Ich bin überfordert. Hi. Hi. Ich bin Hallo. 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 Wisst ihr, wann die anderen kommen? Nein, ich habe keine Ahnung. Nein. Okay. Sie nutzen die Zeit, um sich besser kennenzulernen. Wir waren gar nicht mehr so aufgeregt, also ich jedenfalls nicht. Weil ich habe ja jetzt schon eine Person an meiner Seite, dann waren wir nicht mehr so alleine. Welche Klasse geht ihr? Ich bin in der 8. Ich bin in der Willkommensklasse 10b. 9. Klasse. Ich auch 9. Lieblingsfach? Schwierig zu sagen, wahrscheinlich eher so Musik, Kunst und Sport. Mathe, Chemie. Was? Was sind deine Lieblingsfächer? Mathe ist cool, Chemie auch ist cool. Was für Hobbys habt ihr? Ich mache Karate und Tanzen und dann spiele ich noch Klavier. Karate? Ja. Ich mag Badminton spielen.
Und was ist dein Hobby? Schlafen, schlafen. Nein, ich spiele Tischtennis. Immer. Ich spiele auch Fußball. Ich bin ein guter Spieler. Lili ist, die ist ein lustiges Mädchen. Sie lacht immer. Guck mal, da kommen die anderen. Hallo. Hallo. Ich bin Homa. Hi, Leo. Hallo. Homa. Ich bin Nadia. Hallo. Die Begegnung mit den anderen fand ich ziemlich krass. Hi. Clara. Ich bin Homa. Aber es war auch ziemlich spannend. Und ich fand alle auf einen Schlag total super nett. Also die Gruppe ist extrem cool, alle sind extrem entspannt und ich glaube einfach, dass richtig viel Spaß machen wird. Woher kommt ihr? Aus dem Irak. Berlin. Afghanistan. Ich komme aus Berlin. Ich komme auch aus Berlin. Ihr seid alle Berliner. Wenn ich will sprechen, dann alles so Sätze. Wenn es in meinem Kopf, alles ist weg. So, ich kann nichts erzählen. Wenn wir Mädchen und Jungs sind, das ist besser. Da lernen wir, was die Jungs eigentlich mögen und was die Jungs eigentlich machen wollen. Aus den Jugendlichen soll ein richtig gutes Team werden. Dafür trainieren sie in den nächsten 3 Monaten gemeinsam in Berlin Parkour. Franz ist ihr Coach. Okay, ich glaube, der gehört zu uns. Hi. Hallo. Hallo. Geht's gut? Ja. Ja. Lass uns mal ein bisschen höher gehen, dann erzähle ich euch das. Ich bin Franz, ich bin ein Trasseur. Ein Trasseur ist jemand, der Parkour macht. Ja, das heißt, ich bin hier, um mit euch Parkour zu trainieren. Wenn man gemeinsam Parkour trainiert, dann muss man Team werden. Man muss eine Gemeinschaft werden, man muss sich gegenseitig vertrauen können. Deswegen machen wir das. Parkour ist eine noch recht neue Sportart. Sie nutzt die Stadt als Trainingsfläche. Wichtig, hier geht es nicht um Wettkampf, sondern ums Miteinander. Alle müssen so schnell wie möglich gemeinsam Hindernisse überwinden. Stärkere Parkourläufer unterstützen Schwächere. Die Suche nach dem besten Weg trainiert nicht nur den Körper, sondern auch den Kopf. Parkour hat nicht wirklich Regeln, aber was es im Parkour gibt, ganz wichtig, sind gewisse Werte, die wir verfolgen. Zeigt mir mal eure Hand. Jeder Finger ist im Grunde einer dieser Werte, ja, im Parkour. Das geht hier los, der Daumen, der sagt normalerweise sowas wie gut oder schlecht, gibt so eine Wertung ab und sagt so, ah, du hast das gut gemacht, du hast das schlecht gemacht, das gibt es im Parkour nicht. Ja? Kein Wettkampf. Der nächste, zeigt mir den nochmal, den habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Vorsicht. Man sagt doch, sei vorsichtig. Franz sind die Parkour-Werte ein großes Anliegen. Ihr könnt sie auf ZDF-TV jederzeit nachlesen. Wie waren diese 5 Regeln nochmal? Ich vergessen, sorry. Kein Wettkampf. Seid vorsichtig. Respekt. Ehrlichkeit. Bescheidenheit. Mut. Jetzt habe ich noch was für euch dabei. Ihr sollt ein Team werden. Deswegen kriegt ihr T-Shirts. Tada! Wow! Wie jede Sportart startet auch Parkour mit einem Aufwärmprogramm. Als erstes möchte ich, dass ihr auf diese rechte Mauer hier rauf steigt. Irgendwie raufkommen, nebeneinander aufstellen. Ich möchte, dass ihr es schafft, auf der Mauer aneinander vorbei zu balancieren. Helft euch gegenseitig, haltet euch ruhig aneinander fest, verhindert, dass jemand runterfällt. Das ist Abgrund. Und auch miteinander reden. Hey, darf ich mich an dir festhalten? Brauchst du Hilfe? Okay, wir stecken alle gemeinsam in der Situation. Wenn einer von uns runterfällt, gehen wir alle kurz von der Mauer runter. Wir machen gemeinsam 5 Liegestütze. Komm, ein bisschen festhalten, ja. Nein.
ich möchte alle zusammen helfen und zusammen sein. Nicht zum Beispiel zeigen, ich bin die Beste oder wir alle zusammen gleich sind und helfen zusammen. Hey. Hey. Let's go. Also ich finde, wir haben uns alle super vertraut. Wir waren richtig eng aneinander, haben uns alle festgehalten, dass niemand runterfällt. Und es hat super viel Spaß gemacht. Es hat richtig gut geklappt. Wenn ich die Gruppe sehe, da sage ich, ja, wir schaffen das. Wir helfen uns. Im Gegensatz zu allen anderen bin ich, glaube ich, der Unsportlichste und mache in der Freizeit so gut wie gar keinen Sport. Parkour ist schon ein ziemlich guter Sport, wenn man sich näher kennenlernen möchte, weil man immer in der Gruppe arbeiten muss, auf alle achten müssen und das wirklich unser Team stärkt, sozusagen. Ja, genau. Sehr gut gerettet. Okay, der letzte. Kein Fehler auf dem letzten Meter. Ich hatte auch ein bisschen Angst, weil hier ist sehr, sehr hoch oder so. Ja, aber wir haben schon geholfen, so Kinder. Wir sind ein Team. Ihr seht diese Mauern? Das sind 6 an der Zahl, 6 Mauern. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr seid hier eingesperrt in diesem Raum. Diese 6 Mauern, das ist euer einziger Ausweg. Ihr müsst da irgendwie rüber. Ganz egal wie, das muss nicht super schnell gehen. Aber ihr sollt da rüber. Lasst niemanden zurück. Alle müssen oben ankommen. Ihr seht, ihr seid unterschiedlich stark. Ganz normal. Versucht da eure Stärken und Schwächen auszunutzen. Weil vielleicht kann man Räuberleiter machen, ja. Zuerst im Parkour, ich hatte ein bisschen Angst, wie kann man an der Wand da hochgeht oder so. Danach, wir haben es gemacht und wir können uns sehr gut vertrauen. Los, Milad. Yes. Beim Parkour hat mich besonders beeindruckt, dass wir sind uns in so wenigen Stunden so nahe gekommen. Also ich finde es total cool. Komm, wir machen es zusammen. Okay. Wir ziehen dich zusammen hoch. Ich hab Angst, was. Soll ich noch mal runterkommen und dir helfen? Ich würde am liebsten richtig, also viel helfen, aber ich glaube, am Ende werde ich einfach nur sagen, versuchen, alles besser zu können als die anderen. Und das will ich noch lernen zu verlieren. Einfach lernen, auch mal anderen zu helfen, den Vortritt zu lassen und mir selber anzugestehen, dass ich nicht alles können muss. Danke sehr. Er hat's überlebt. Großartig. Wie war's für euch? Es war total toll. Es war super. Weil ich kenne die nicht so lange. Aber ich habe mich gefühlt, dass ich die schon ein Jahr kennengelernt sowas. Für heute sind wir durch. Wenn man sich gegenseitig hilft, dann schafft man mehr. Wir wollen in den nächsten Wochen daran üben, dass wir das auch alleine können. Ja, dass das jeder für sich auch schaffen kann. Ich fand's mega cool. Also wir verstehen uns schon alle so, als ob wir uns schon jahrelang kennen. Und so geht's weiter bei Berlin und wir. Ich habe schon gearbeitet. Ja. Du hast gearbeitet? Ja. Schule, arbeiten, schlafen, so. Ja, Fußball auch. Ja, Fußball.